Jetzt kommt ein bayerisches Qualitätsprodukt. So, meine Damen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Konzentration bitte, wir beginnen auf vier. Eins, zwei, drei, vier. Was ist? Position 1. Kurz, sicherlich. Musikmäßig ist es auch eine Möglichkeit, aber ich möchte Sie bitten, absolut synchron. Wir machen alle das Gleiche. Eins, zwei, drei und eins. Hallo, ich übe gerade mit den Damen eine Choreografie ein. Das ist nämlich das zukünftige Grünwald-Fernsehballett. Zugegeben, es geht alles noch ein bisschen kreuz und quer und drunter und drüber. Aber das wäre schon, wenn man den ganzen Sommer über Zeit. Und ab September präsentiere ich Ihnen dann das Grünwald-Freitags-Comedy-Fernsehballett. Und ich schwöre Sie, diese Damen hier, das sind die Besten, die wir für die paar Euro kriegen haben können. Das ist nämlich die Günther Grünwalds großartige Go-Go-Girls-Gang. Oder wer sind das in die Berge gekommen? GGG, GGG, GG. Ja, und wir proben von 9 bis 24 Uhr, 7 Tage die Woche, weil Leistung muss sich wieder lohnen, beziehungsweise Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und wer will schon ein Laster sein? Ja gut, und während wir jetzt hier weiter schuften wie Pferde die große Baumstämme aus dem Wald holen, können Sie sich entspannt zurücklehnen und das Grünwald-Sommer-Spezial anschauen. Wir zeigen Ihnen das Beste aus 7 Jahren Grünwald-Freitagscomedy. Heute mit dabei Monika Gruber, Andreas Giebel, Michael Altinger, Willi Astor, Peter Schapp und viele andere mehr. Viel Spaß, bis gleich. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Grünwald Freitagscomedy. Kennen Sie das? Passen Sie mal auf. Die Rinde der breitblättrigen Linde bröckelt ab. Sagen Sie es einmal einfach einmal daheim nach. Hocken Sie einer gemütlich hin, ein bisschen entspannen und sagen Sie, die Rinde der breitblättrigen Linde bröckelt ab. Das ist ein sogenannter Zungenbrecher. Und dann gibt es außer Zungenbrechern gibt es ja auch noch Genickbrecher. Und so ein Genickbrecher ist zum Beispiel der Bonzo. Der Bonzo, wenn Sie schon mal die Sendung ein paar Mal gesehen haben, dann wissen Sie das, der Bonzo kommt zu Ihnen, wenn Sie während unserer Werbeunterbrechung umschalten und haut ein paar derartige auf den Ballon, dass wirklich eine Art hat. Und jetzt habe ich einen Artikel in der Zeitung gelesen, und zwar, dass sich in Deutschland niemand mehr in die Werbepausen umschalten traut und dass gewissermaßen Angst und Schrecken die deutschen Wohnzimmer regiert. Liebe Freunde, das Umschaltverbot gilt nur für das bayerische Fernsehen. Bei allen anderen Sendern, da darf es umschalten, bis einer die Griffe aufplatzen. Wirklich, das ist überhaupt kein Problem, wenn Sie im privaten Fernsehen, wenn Sie da einen Film anschauen, sagen wir mal, Sie sitzen am Sonntagnachmittag mit Ihren Kindern vorm Fernsehen und schauen so gerade, was weiß ich, Purzel und seine besten Freunde auf Pro 2 oder RTL 7 oder was weiß ich was so. Und dann kommt eine Werbeunterbrechung und auf dem Fernseher erscheint eine nackte 98-jährige Frau und eine schneidende Stimme sagt, ruf an, Frauen jenseits von Gut und Böse, verwöhnen dich. Ja, dann darf er es natürlich umschalten. Ja, Fralli, darf er es da umschalten. Dann schalten Sie aber am besten gleich zum bayerischen Fernsehen um und lassen Sie sich von mir verwöhnen. Von einem 46-jährigen Mann jenseits von Gut und Böse. Ach ja, das ist
Ganz was anderes, meine Damen und Herren, und zwar, wenn man so wie ich ab und zu ja im Fernsehen auftauche, da gibt es immer wieder Leute, die meinen, dass ich da auf irgendeine Art und Weise, dass ich ihnen Tipps und Ratschläge geben kann oder was. Ist natürlich ein Schmarrn. Vor ein paar Tagen spricht mir so ein Typo, eh schon ein bisschen so ein schmuddeliger Heini war das, so wirklich ekelhaft eigentlich schon fast. Der hat so eine abgewetzte Korthose hat er auch gehabt. Gell? Aber jetzt nicht so eine Korthose, wie man es jetzt so hat, sondern wirklich nur aus den 70er Jahren so Manchester-Hosen haben wir damals gesagt. Weißt du, wo der Arsch hinten schon total glänzt, so abgewetzt ist er schon. Sowas, gell? Dann so einen verrotzten Polyacrylpullover hat er noch gehabt. Da ist der Schweiß drin, pappt für die letzten 35 Jahre. Also wirklich grauenhaft. Und dann ist er mir auch noch so nahe gekommen. Und das mag ich sowieso überhaupt nicht. Weißt du, wenn einer keine Distanz wahren kann, wenn einer so ganz da direkt kommt er her und brüllt auf mich ein und sagt, Herr Grünwald, jetzt sagen Sie mal, eine Frage, ich habe jetzt seit 20 Jahren keine Frau mehr gehabt. Was soll ich machen? Habe ich gesagt, ich darf es einmal mit dem Zähneputzen probieren. Wirklich. Dass man vielleicht da einmal anfängt. Wirklich null Selbsteinschätzung. Null Selbsteinschätzung. Und da gibt's Leute, die haben einfach keine Selbsteinschätzung, keine gesunde. Und das ist so wichtig. Wirklich, eine gesunde Selbsteinschätzung ist wahnsinnig wichtig. Vor kurzem hat mich eine junge Dame angesprochen, wirklich ganz hübsch, sehr angenehme, junge, charmante Frau war das und sagt zu mir, ach Herr Grünwald, ich finde Sie so richtig süß und ich möchte gerne mal mit Ihnen schlafen. Sag ich, jetzt aber wirklich einmal einen kleinen Moment, sage ich. Überlegen Sie sich das einmal. Sie kennen mich vielleicht aus dem Fernsehen und sonst irgendwas und da wollen Sie doch nicht mit mir schlafen, sondern mit dem Prominenten wollen Sie schlafen. Da sagt sie, ja, stimmt eigentlich und geht. Habe ich gesagt, Moment. Aber da war es dann schon weg. Nein, das ist bitter. Werbung. Ja. Dinkelsbühl, 6 Uhr morgens. Enormer Fahrtwind, perfekter Sitz fürs Haar, allwettertaft. Rübenernte, 13 Uhr. Die Sonne brennt, perfekter Schutz, perfekter Sitz fürs Haar, allwettertaft. 17.30 Uhr, vor dem Kuhstall, perfekter Sitz, perfekter Halt fürs Haar. Allwettertaft. Jetzt mit dem neuen Dreifachschutz gegen Rinderwahnsinn, Schweinepest und Ziegenpeter. Allwettertaft. Perfekter Sutz, perfekter Schitz, perfekter Hart fürs Halt. Meine Damen und Herren, was glauben Sie, was mein größter Wunsch auf Erden wäre? Getränke und Freibier ohne Ende oder dass das ganze Jahr Oktoberfest ist? Nein, mein größter Wunsch ist, dass ich einmal in einer Quiz-Sendung mitspielen möchte. Wirklich, jetzt haben wir gedacht, ja, Sie Dirken, zu was habe ich denn eine eigene Sendung? Dann mache ich halt in meiner Sendung, mache ich halt da eine Quiz-Sendung, mache ich da draus. Und genau das machen wir jetzt. Dabei helfen wird mir Monika Gruber und Andreas Giebel. Sind wir eh schon da? Genau. Na, schlage vor, Monika, magst du die Quizmasterin? Sehr gerne. Und, ich mach den einen und du den anderen. Ja, bei mir ist fast lieber, wenn du den anderen magst. Machst du den einen? Dann mach ich den anderen. Okay, ja, gut. Herzlich willkommen zu Mein Quiz. Ich freue mich auf meine ersten beiden Kandidaten. Sie kommen aus Brezbenice. Ursprünglich, das ist ein kleiner Ort auf dem Balkan. Mittlerweile leben Sie seit 35 Jahren im Piosviertel in Ingolstadt. Sie sind beide freie Unternehmer im Import-Export-Bereich. Aber bitte stellen Sie sich doch selber vor. Servus, ich bin der Bonzo. Servus, ich bin der Drago. Servus, ich bin die Quizmasterin. Wie ich in der Ankündigung sagte, sind Sie im Import-Export-Bereich tätig. Was muss man darunter verstehen? Ich mache Import. Ich mache Export. Langsam lüftet sich der Nebel. Ich meine, importieren und exportieren Sie ganz normale Waren wie Gemüse, Handys oder handelt es sich dabei um den Transfer von Know-how auf dem IT-Sektor?
Galita Telefonjoker haben.